Das ist auch komisch gewesen, was ich da gerade gemacht habe. Auf jeden Fall, Leute, ich weiß nicht. Nice, er ist gestorben. Leute, fällt euch was auf? Die Qualität ist um einiges besser. Alles ist richtig smooth. Und ihr seht links oben, yo, der Feuerstein hat mit Aufnahme 500 FPS. Leute, was geht da ab? Ja, richtig. Ich hatte Geburtstag gestern, für die, die das Video nicht gesehen hatten. Ja, Link in der Infobox, beziehungsweise in der Infokarte. So nennt man das. Leute, ihr seht es. Meine Qualität hat sich echt gesteigert. Ja, ihr habt viel Geduld mit mir gehabt. Ja, ihr habt viel gewartet, viel geweint, viel geschauert um meine Qualität. Ja, und jetzt ist sie halt echt mal richtig geil. Ein riesiges Danke, wirklich riesiges, fettes Dankeschön an den lieben Einfach nur Brian. Der ist auch schön in der Infokarte verlinkt und unten in der Videobeschreibung. Ja, er hat mir ein bisschen beim PC zusammenstellen geholfen, beziehungsweise hat mir alles eingestellt. Und danke an meine Klassenkameraden, die da auf jeden Fall den Chat stürmen. Des Weiteren ist es nicht so schlimm, Leute. Ich habe jetzt ein Pack auf meinem PC. Ich habe den jetzt komplett eingerichtet. Ich habe hier, also heute ist mein Geburtstag, wo ich das aufnehme. Nicht wundern. Ich könnte müde klingen, ich könnte komisch klingen. Ich habe kaum gepennt, aber das ist jetzt auch nicht schlimm, ja. Ich möchte Daily bringen und mir macht das so Spaß und ich habe auch Lust auf eine Aufnahme. Nur wenn ihr merkt, dass ich ein bisschen abkratze, weil ich müde bin, ja Leute, verzeiht es mir einfach. Ich warte jetzt noch, bis dieser Artikel, dieser Top 10 Spieler da, bis der stirbt, war das dann cool, dann kann ich den klatschen. Auf jeden Fall, Leute, ich weiß nicht, nice, er ist gestorben. So, und jetzt habe ich ihn. Oh, meine Maus hing eben. Nice, ich habe ihn aber. Nice. So, Leute, auf jeden Fall haben wir ihn. Und ja, das ist jetzt auf jeden Fall die erste Aufnahme, beziehungsweise das erste Video, was ihr seht, mit meinem neuen PC. Ich entschuldige mich nochmals für die Störgeräusche. Ich mache mal eben mein Handy hier flottlos. Auf jeden Fall, Leute, ein riesiges Dankeschön an alle, die mich bisher so supportet hatten und Geduld mit meiner Audio- und Videoqualität hatten. Ja, Audio war eigentlich immer gut, aber ich meine jetzt eher so Video. Alter, es ist, ihr wisst es alle, es ist nicht so einfach immer. Leute, es ist wirklich nicht so einfach, immer die Qualität auf 100% zu halten. Vor allem, wenn man die Hardware nicht hat dafür. Wenn man zum Beispiel eine schlechte Grafikkarte hat, hat man eben mal Lags. Ja, und das ist bei mir jetzt eben nicht mehr der Fall. Und Leute, ich habe einen richtig geilen PC. Und das ist auch komisch gewesen, was ich da gerade gemacht habe. Keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es jetzt findet mit der Quali. Ich habe eine 100.000er Bitrate für alle, die ja OBS sich irgendwie auskennen. 100.000er Bitrate ist viel. 1080p 60 FPS sollte also übelst flüssig sein. Ihr könnt mir dennoch Verbesserungsvorschläge, was Videoqualität angeht, in die Kommentare schreiben. Beziehungsweise auf Twitter einfach mal einen Tweet raushauen. Ja, ich bin da sehr aktiv. Wer mir noch nicht folgt, @feuersteinyoutube. Da mache ich immer Announcements, um alles irgendwie anzukündigen. Das bedeutet, sei es ein Stream, ja, sei es ein chilliger Abend auf dem TS. Oder generell einfach mal ein bisschen Fun, ein bisschen was aus meinem Privatleben. Tweete ich da jeden Tag ein paar Mal. Also @feuersteinyoutube auf jeden Fall mal folgen, Leute. Und Leute, ich habe mich echt in dieses Pack verliebt. Ich habe schon im letzten Video von gestern gesagt, this is a busy, ja, geil. Auch der Himmel ist nice. Und jo, Grüße gehen noch raus an Wackelstein, der hat mir gerade gratuliert zum Geburtstag. Danke, danke, danke auch an wirklich an jeden, danke, ne, auf Twitter. Ich habe schon so viele Glückwünsche bekommen zum Geburtstag, locker 30, 40 Stück. Ja, ist einfach nice zu sehen, dass man gemocht wird. Sozusagen hört sich jetzt sehr traurig an, aber ja, ich meine, Zuneigung mag eben auch jeder Mensch haben. Meine Feier auf jeden Fall war nice, also wir haben bei mir gefeiert und haben es auch nicht übertrieben. Ich bin sowieso nicht jemand, der Fan von ja, irgendwelchen Absturzpartys ist, um es mal genau auszudrücken. Ich habe, auch wenn es der 16. ist, kein Alkohol getrunken, Leute. Was man sich wirklich nicht mal als Ziel setzen muss, denn ich kenne auch Leute, die sagen, yo, das ist der 18., du musst trinken. Ich finde diesen Druck, den die Leute sich da aufbauen, aber das kann ich auch ein andermal sagen, einfach, ist ein bisschen unnötig. Auf jeden Fall, Leute, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn ihr einfach mal ein Like da lasst für die Aktion mit dem PC. Ja, ich habe da jetzt so lange drauf gewartet, bis ich den neuen PC bekommen habe. Und jetzt habe ich ihn, Leute. Und bei Steins Grüße gehen raus an dich. Und schreibt mal wieder ein paar Challenges in die Kommentare. Irgendwie Hashtag Challenge und dann, ja, eine Challenge. Das würde mich sehr interessieren, was ihr so sehen wollt, denn ich mag Challenges extremst. Ja, ich liebe Challenges. Ja, das kann man einfach mal wieder bringen. War ja früher auch Bestandteil meines Kanals, Hauptbestandteil, so Challenges zu machen und sich da zu probieren. Ja, mittlerweile ist das eher so ein bisschen vernachlässigt worden. Entschuldigung an der Stelle auf jeden Fall. Also Leute, hier auf jeden Fall mal eine Challenge in die Kommentare schreiben. Und dann seht ihr, wie ich leide oder auch nicht. Keine Ahnung, werden wir dann sehen.
Und das war gerade Butterfly. Sorry an alle Jitter-Anhänger. Ich werde ja mittlerweile schon als Jitter-Legende bezeichnet, was ich jetzt gar nicht so nachvollziehen kann, wieso man Legende sagt. Ich bin erst seit Juli in der BW-Szene. Aber danke nochmal wirklich für die, für die Bezeichnung. Das heißt ja auch, dass die Leute irgendwie ein Stück weit hinter mir stehen und dass ich da auf jeden Fall eine Fanbase habe, die sich um mich kümmert und die auch hinter mir steht. Und das ist ziemlich nice. Und der Typ ist ziemlich heftig gerade getriggert, glaube ich, weil der ist da runtergefallen. Auf jeden Fall ist dieses Video ja so eine Art Infovideo, also nicht so heftig geschnitten. Und da ist auch kein Thema wirklich, kein großartiges. Und ja, Leute, ich würde einfach sagen, das war's mit der Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst natürlich ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.